Thank you.
Die weite Reise muss sie sehr erschöpft haben. Dazu die große Verantwortung, die auf ihren Schultern lastet. Kein Wunder, dass sie sofort eingeschlafen ist. Auch Prinz Hien und Herrn Gosetsu würde ein wenig Ruhe vor dem Kampf guttun. Doch sie schienen es sehr eilig zu haben, nach dem Essen wegzukommen. Ich frage mich, wohin sie gegangen sind. Ha! Wie ich sehe, ist eure Wunde gut verheilt. Ha! Und Kraut vergeht eben nicht. Danke, gleichfalls. Wie haben wir damals gekämpft, als ich meinen Vater verlor und der Trupp des galäischen Prinzen uns vor sich hertrieb? Wir kämpften, was das Zeug hielt. Doch am Ende konnten wir nur noch die Beine in die Hand nehmen und um unser Leben rennen. Tja, das Schicksal hat uns eine zweite Chance gegeben. Wir sind es unseren gefallenen Brüdern und Schwestern schuldig, sie zu nutzen. Ja, du sprichst mir aus dem Herzen. Ha! Ich muss gestehen, eure Kampfkünste sind nicht eingerostet. Im Gegenteil, ihr seid noch besser geworden. Was jammerst du herum? Das ist mein erster Sieg gegen dich. Wie viele Male habe ich in der Vergangenheit gegen dich verloren? Ich reiche noch längst nicht an dich heran. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ihr lebt. Es ist ein Wunder. Ihr lebt. Es ist tatsächlich ein Wunder. Doch ich würde meinen Kopf 1000 Mal hergeben, wenn meinem Volk dafür die Leiden erspart blieben, die es täglich erfährt. Mein tapferes Volk. Es fürchtet den Schmerz nicht. Es ist wütend und bereit, zu den Waffen zu greifen. Und da es mein Schwert forderte, werde auch ich kämpfen. Bis zum letzten Blutstropfen. Doch warum so sentimental, mein Lieber? Du hast dir doch nicht etwa Sorgen um mich gemacht. Bei den Übungskämpfen früher hattest du jedenfalls keine Bedenken, mir am ganzen Körper Wunden und Beulen zuzufügen. Ah, gute Erinnerungen sind das. Nach jeder Niederlage bracht ihr in Tränen aus und eure Mutter musste euch trösten. Und wenn selbst ihre Worte keinen Trost zu spenden vermochten, schlugt ihr mit dem Holzschwert um euch herum, um eurem Ärger Luft zu machen. Und jetzt seht euch an. Aus dem kleinen Wildfang Shun ist ein prächtiger Erwachsener geworden. Ach, hör auf. Wie viele Male habe ich dir gesagt, dass du mich nicht so nennen sollst? Also wirklich, da gewinne ich endlich einmal und habe sogar eine Zuschauerin und er macht den guten Eindruck wieder zunichte. Ihr habt noch genügend Gelegenheiten, euch von eurer besten Seite zu zeigen, wenn ihr zurück in Doma seid.
Ich sage doch, dass mir dieser Name peinlich ist. Meine Mutter rief mich früher so, doch damals war ich noch ein kleiner Junge. Aber na gut, jetzt kennst du meinen Kosenamen. Wenn du gegen mich im nächsten Übungskampf verlierst, musst du mir dein peinliches Geheimnis aus der Vergangenheit verraten.